herzlich willkommen bei Iris und Uwes Momowelt. Ganz kurz entschlossen sind wir nach Freiburg gefahren zur Caravan Live. Entschuldigung, dass wir das nicht bekannt gemacht haben. Wir hatten da auch ein bisschen Erkältung, wussten nicht, ob es klappt. Aber jetzt sind wir hier und wir haben vor, Messerundgang mit euch zusammen zu machen. Mal schauen, ob ihr vielleicht eine Neuigkeit findet, was sehr schwer ist zurzeit. Der Camper Tobi ist da und macht einen Camper Talk. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was es hier so gibt und wie die Messe überhaupt ist, weil wir waren noch nie da. Also starten wir los. Wir geben euch zuerst mal einen groben Überblick über die Halle hier. Die Messe hier, die ist relativ überschaubar. Es sind insgesamt 4 Halle, die aber alle miteinander verbunden sind. Man hat noch einen kleinen Außenbereich, wo auch noch ein paar Aussteller sind. Also alles in allem sehr überschaubar. Wir starten unser Rundgang mit der Halle 1. Wie man beim Halleplan gesehen hat, ist Halle 1, 2 und 3 bunt gemischt. Hier zum Beispiel die Pickups mit der Kabine. Da findet man vielleicht auch der Aki. Ja, teilintegriert, Aufstelldach, Vans, alles bunt mischt. Warum es auch so bunt gemischt ist, also es sind keine Hersteller da, sondern nur Händler, die ihre Wohnmobile halt eben ausstellen, die sie gerade so alle auf dem Hof haben. Ja, und da gibt es auch Händler, die haben halt auch verschiedene Marken. Deswegen ist das hier eigentlich bunt gemischt. Mhm. Morgen. Morgen. Ganz neu auf der Campermesse gibt es einen neuen Anbieter. Und zwar Tesla mit dem Tesla Model Y. Der Tesla, der hat ein paar Camper-Feature und die möchte man euch mal kurz vorstellen. Wir sind jetzt hier irgendwo in der Natur auf unserem Stellplatz angekommen. Und als erstes stellen wir den Tesla in den Camper-Modus. Camp-Modus aktiviert. Das heißt, die Lüftung und die Klimaanlage läuft durch, die USB-Anschlüsse funktionieren weiter. Und damit man es sich richtig gemütlich machen kann, kann man hier die Lüftung genauso einstellen. Fahrer, Beifahrer, dass es einem angenehm ist. Und Fahrer und Beifahrer können sich die Temperatur individuell einstellen. So, und jetzt zeigt euch die Iris, wie man das Bett herrichtet. Also hier hinten hat man schon mal eine riesige Liegefläche, die man hier durch einen ganz leichten Knopfdruck noch erweitern kann. Und zwar klappe dann hier die Sitze vor und so hat man hier eine super Liegefläche. Da gibt es auch noch passende Matratze. Ja. Und so haben zwei schön Platz drin zu schlafen. Schön klimatisiert. Und mit einem ganz tollen Skyroof kann man sich die Sterne anschauen nachts. Und ganz toll ist hier das Entertainment-Programm. Nach den Camper-Highlights hier in Halle 1 gehen wir in die größte Halle, das ist die Halle 2 und 3. Aber hier wird ein Kundenbund gemischt, Kastenwege, sehr viele Wohnwege.
großer Mercedes-Benz-Stand. Und zwar ist das ein ganz kleiner, im Kastenwagenformat. Und zwar ist der 5,40 Meter lang, 2,24 Meter breit und 3 Meter hoch. Und das finde ich mir hochinteressant, so ein kleines Fahrzeug. Und den gucken wir uns mal von innen an. Ja. Sieht von außen wieder so ein bisschen wie Kastenwagen aus, durch den Monocoque GFK-Aufbau. Schauen wir uns den mal von innen an, weil der hat hier einen komplett anderen Aufbau. Ja. Und für einen 540er echtes Raumwunder. Ja, man kann hier die Füße hochlegen. Weil hier so richtige schöne Tisch. Tolle Couch. Also den Tisch kann man auch verschieben. Und dann hat man hier in der Küche große Schränke. Mhm. Also das ist super. Da oben hat man auch nochmal so ein Ablagefach. Ich finde auch gut, ein richtig großes Waschbecken mit Schneidebrett und eine ganz tolle Arbeitsfläche. Also da hat man wirklich Platz zum Kochen, muss man wirklich sagen. Schöne große Küchenzeile. Ja. Zwei Flammenherd. Mhm. Und wir haben den Kühlschrank. Den Kühlschrank, ja. Und was ich halt toll finde, so schön zum Rumlümmeln für zwei Personen, das, was wir ja vermissen, warum wir einen vollintegrierten getestet haben, Füße hochlegen. Ja, und das wäre hier echt möglich. Schöne Sitzgruppe. Ja. Dann kurz das Bad. Das Badezimmer ist auch sehr groß, muss man auch sagen. Ja, hier so komplette Dusche. Ja. Also das Design, über das kann man sich natürlich streiten. Es geht jetzt eher um die Aufteilung. Es geht eher um den Schnitt, ja. Ist ein vollwertiges Bad. Groß vor alle Dinge. Und was ich auch gut finde, man hat auch hier nochmal einen richtig großen Kleiderschrank. Mhm. Und da unten nochmal großer Schrank. Also Stauraum wirklich ohne Ende. Und jetzt das Highlight, das ist das Bett. Das kann man hier ganz einfach runterklappen. Wie groß das Bett ist, müssen wir vielleicht nochmal fragen. Mhm. Also wer einfach einen 540er haben will von der Länge. Ja. Und gut, er ist jetzt 20 cm breiter und mit 3 Meter höher, ist ein ganz interessantes Modell. Ja. Hat sogar hier noch eine kleine Leiter dabei, aber bräuchte man gar nicht. Man kann ja hier auf die Couch. Also es müssen beide zusammen ins Bett gehen, das ist klar. Ja. Und ja, also ich finde es. Es ist mal was anderes. Es ist was anderes und für den, wo die Aufteilung so passt, auf jeden Fall eine tolle Alternative. Ja. Kleiner Nachteil ist wirklich der Kofferraum. Also da der Kofferraum ist natürlich deutlich reduziert. Das muss Tisch man sagen. Und Stühle wird es schwierig. Und wer ein bisschen mehr zahlt für das GFK. Wir sind hier so bei 115.000. Hier haben wir noch einen großen Bereich mit Wohnwagen in Halle 2. Und jetzt schauen wir mal rüber in die Halle 3. Da haben wir die Robetas. Und hier haben wir Peterwagen. Wenn ich mich richtig entsinne, entstand der Ursprung im Schäferwagen. Ja, alles drin. Kleiner Ofen, Bett, Küche. Und es gibt sie doch noch Kastenwege, nicht in Grautöne. Aber das ist halt mit Sicherheit eine Individuallackierung.
Sieht schon toll aus und hat was, aber man fällt halt schon auf, wenn man frei steht. Aber gelungenes Design. Und wer sich für Pössl interessiert, wird hier am Tourneestand fündig. Also hier kann man meinen, man ist so bei einer Pössl-Ausstellung. Ist auch schön gemacht, der Stand mit Sitzgelegenheiten und Palme. Hier in der kuscheligen Ecke hier ist der Camper Talk. Wer hat die Drohne fliegen gelassen und die fliegt und fliegt und fliegt und ich sehe den Baum immer näher kommen und dann ist sie im Baum gelandet und zwar ganz oben im Wipfel. Das war noch mit dem Automatik-Mode, deswegen fliege ich heute meistens immer gerade manuell. Aber das Beste war dann die Rettungsaktion von der Drohne. Dann sind wir zur Feuerwehr im Fahrrad und die Feuerwehr hat gesagt, wenn sie ausrückt, nur komplette Mannschaft mit 7 Leuten und das kostet dann richtig Kohle. Und das war bei Isny in der Nähe. Ja, das ist aber echt süß. Eigentlich war es ja ein Unfall, aber die Drohne ist heil geblieben und es entwickelt sich immer nette Geschichte, genau, wenn man Probleme hat. Richtig, das kennen wir ja alle. Die haben ja keine Erwartungen dafür. Ja, ich merke schon da hinten, es wird schon ein bisschen getuschelt. Gibt es irgendwas bei euch, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne mal wissen? Ich muss das filmen, wenn mich der Markus hier bedient. Sorry. Was gibt's denn? Ja, Gin habe ich gelernt. Genau, da haben wir ein bisschen klassisch mit Rosmarin Wacholder. Dann haben wir hier Triple Pepper, Limette Wacholder und wir haben einmal roten Limette Wacholder. Also und zu mir hat er, ich kenne ja alle nicht, aber zu mir hat er gesagt, ich sollte unbedingt den Triple Pepper rufen. Ja, klar, logisch. Nee, ich probiere den Triple Pepper. So, Dankeschön. Von Markus eingeschenkter Triple Pepper Gin. Das schmeckt auch wie Alkohol. Also man merkt gar nicht, dass du gar kein Alkohol hast. Da ist Alkohol drin. Das ist kein T-S-C-H-I-N-N. Nee. Wie kannst du mir Alkohol einschenken? Das geht gar nicht. Und als YouTube-Camper. Jetzt wird es esoterisch. Oder? Geil. Dauert noch ein bisschen. Seit wann machst du das? Bisschen Rosmarin. Ich mache das seit so knapp 5 Jahren. Aber ich habe mich wirklich nur auf Gin und Tonic Water spezialisiert. Also ich bin kein Barkeeper in dem Sinn. Ich kann wirklich nur mit Gin und Tonic Water umgehen. Also aber, wir sind aber das auf höchstem Niveau. Aber das auf höchstem Niveau. Zum Wohl. Zum Wohl. Also passt. Markus, super. Ja, das macht Spaß. Auch der Klassiker ist ein ganz toller. Das macht wirklich Spaß. Was nimmst du jetzt hier? Was hast du? Klassik. Finde ich so geil. Bisschen Werbung machen. Wir sind hier bei Gin bei Marco. Genau, ich gehe auch nochmal drauf. Gin mal bei Marco. Eine mobile Gin-Bar, wie uns der Marco gerade erzählt hat. Moin. Du bist schon unterwegs in Freiburg. Ich bin deutschlandweit. Deutschlandweit? Ja. Okay. Wir sind nächste Woche in Berlin. Michael, okay. Michael filmt Michael. Schaut euch mal die ganzen Paparazzis an. Unglaublich. Wenn die Leute von außen vorbeigehen und uns jetzt hier sehen, die denken doch alle, wir haben Marken. Aki ist auch hier. Und da vorne, Talk der Tobi. Vom Campertalk nebendran geht's in die nächste Halle. Guck mal, da haben wir einen Renault und einen Ford. Wen? Da können wir mal gucken, der Vergleich zum Fiat Ducato. Ja, bedingt durch die Lieferschwierigkeiten waren die Modelle
immer begehrter, weil verfügbar, aber wir haben gehört, es gibt auch andere Platzverhältnisse. Wir vergleichen die zweimal. Wir möchten jetzt nicht das Interieur genau bewerten, sondern einfach mal schauen, wie ist das Platzverhalten im Vergleich zum Fiat Ducato, weil den kann man ja gut mit unserem Prinz vergleichen. So, da gehen wir hier mal rein. Man hat natürlich auch die drehbare Sitze. Was mir als erstes auffällt, ist, man hat oben kein so großes Staufach mehr, weil es hier steiler nach unten geht. Und ich glaube, bedingt durch die größere Schnauze, die man vorne hat, da fühle ich mich hier wie im 45er Malibu. Können wir uns erinnern, das ist hier sehr kompakt gestaltet, muss man schon sagen. Ein ganz schmaler Tisch. Und was auffällt, ist die Höhe. Also ich meine, es ist deutlich höher wie bei uns im Van. Aber irgendwie ist da wesentlich schmäler. Also hier der Raum zu gehen oder wenn ich hier versuche, die Klappe aufzumachen. Also das fühlt sich schon deutlich beengt an. Hinter das Bett, würde ich schätzen, ist auch 1,40 Meter. Aber da sieht man einfach, wir haben bei uns im 6-Meter-Van auch 1,40 Meter Bett. Aber wir haben vorne halt eine viel größere Dinette. Das ist wahrscheinlich wiederum geschuldet wegen der Schnauze vorne. Die können wir uns ja mal noch anschauen. Ja, man sieht hier deutlich, wenn man hier vom Lenkrad schaut, bis man vorne hier an der Stoßstange ist, also ist deutlich weniger. Ich glaube bei dem Ford. Und genau die 20, 30 Zentimeter, die es vermutlich sind, die fehlen hinten und machen dann halt aus dem 6 Meter eher so ein Kompaktwagen. Direkt neben dem Ford haben wir hier auch noch einen Renault. Und da möchten wir auch mal schauen, wie da generell die Platzverhältnisse sind. Der Renault hat jetzt eine Speziallänge von 6,23 Meter, also weder 6 noch 6,40 liegt genau dazwischen. Und hier haben wir auch längs Einzelbetten, was ja beim 6,40er kein Problem darstellt. Aber ich meine, hier sieht man auch schon, wenn man längs Einzelbetten hat, bei 6,23, da bleibt von der Dinette dann halt wirklich so gut wie gar nichts mehr übrig. Und für mich ist das jetzt hier das Gleiche wie in dem Ford. Also ich finde es hier schon sehr beengt, wenn man hier die Klappe aufmacht. Und man hat auch nicht mal die Höhe. Also ich würde hier genau oben anstoßen, bin 1,83. Gut, man hat hier die Längseinzelbetten, müsste man nochmal genau schauen, ob die jetzt auch wirklich 2 Meter haben. Aber wäre jetzt für mich auch nur eine Notlösung mit der schmalen Dinette und der Beengtheit. Also auch wenn die neuen Basisfahrzeuge jetzt besser verfügbar sind, also im Vergleich zum Fiat Ducato, muss man eindeutig sagen, ist das Raumgefühl beim Fiat Ducato deutlich besser. Wäre jetzt unser Fazit, nachdem wir uns mal zwei Fahrzeuge hier angeschaut haben. Den haben wir auf der CMT ja schon als Prototyp gesehen. Und dieses Jahr ging er in Serie und wurde auch ausgiebig auf der CMT gezeigt. In Düsseldorf. Ah, Düsseldorf. Total verwechselt. Natürlich meine ich Düsseldorf. Die Superkutschen, Camper für Erwachsene. Ich weiß auch nicht, ob es Camper für Kinder gibt, aber... Jetzt schließen wir die Halle 1 bis 3 ab und gehen in die Halle 4. Da gibt es jetzt eher so Zubehör. Genau. Der Lotus Grill darf auch nicht fehlen. Ja, wen trifft man hier auf der Messe? Der Helle. Bei den Sprücheschilder. Wir grüßen euch, Ursi und Helle. Süß. Schön zu sehen, dass auch AST Zuziehhilfe hier auf der Messe ist.
Vielleicht kennt ihr uns Sven noch. Er hat zusammen mit dem Andreas, der heute leider nicht da sein kann, die AST-Zuzi-Hilfe bei uns verbaut. Können wir nochmal auf das Video hinweisen. Weiterhin super Sache, nach 3 Jahren funktioniert tadellos. Jetzt gibt es eine Neuheit, die stellt uns der Sven vor. Ja, hallo. Wir haben auch einen Gastankhalter entwickelt, der für die ganze, also Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, ermöglicht, einen Unterflur-Gastank zu montieren. Mit dem Halter können wir den Unterflur montieren, ohne die Karosserie anbohren zu müssen. Und diese Gastankvariante hat jetzt 28 Kilo Gas. Das sind fast 3 Flaschen, die man da mitführen kann. Ist ein Adapter-Set dabei, wo man dann europaweit Gas nachtanken kann. Ja. Das System ist mit einem Crash-Sensor ausgestattet, dass der eben auch während der Fahrt immer offen betrieben werden kann. Ja. Also im Prinzip so wie in der Liner, wenn ich das so richtig sehe, hat man dann den Komfort vom Gastank. Genau. Das ist die Möglichkeit, eben auch den Gastank im Kastenwagen so einzubauen, dass sie eben genau wie im Liner das auch so nutzen können. Ja. Auch mit dem Vorteil LPG-Tankstelle, günstiger tanken. Genau, und auch nachtanken. Ja. Es ist ja oft so, dass man in Urlaub will, hat man noch eine halbvolle Flasche, da geht man einfach nachtanken und geht los. Ja. Mhm. Ja. Sehr schön. Wieder weitere Lösung, pfiffige Lösung von AST Technik. Ja. Könnt ihr euch an Sven, Andreas, ihr blendet euch einwenden. Habt ihr noch Einbautermine bei der Zuziehhilfe? Hat sich ja weit nach hinten geschoben. Wie ist die Lage? Aktuell sind wir im November, ja. Also immer, wir haben immer 3-4 Wochen mindestens Vorlaufzeit. Im Sommer, in der Saison ist ein bisschen mehr, aber einfach anfragen, finden wir schon einen Termin. Ja. Super. Danke, Sven. Ja, bitte. Hier haben wir so einen klassischen Haushaltsmessestand belagert. Schauen wir mal, was es dort gibt. Waren wir am Strand, haben den ganzen Sand im Auto, im Camper. Habe ich Salz, Zucker mitgebracht, feine kleine Krümelchen. Und die Bürste, die rollt überall. Die Laufräder drehen die Bürste. Die Bürste sammelt den Schmutz auf. Und dann rolle ich hier nur ein paar Mal hin und her. Greift der tief in die Poren von Tischdecken, Teppichen, Polstermöbeln und hat das alles im Nu eingesammelt. Und das kann dann wieder schön in den Salzpott zurück. Wir wollen ja sparen. Strom ohne Akku, ohne Batterien. Einfach drüber rollen, ist das im Nu wieder sauber. Haben wir mal eben schnell den kleinen Kram damit aufgesammelt. So ist es gedacht. Ja. Nee, zwei schon. Zwei? Ja, okay. Welche Farbe? Schwarz oder schwarz? Ich habe noch schwarz im Angebot. Dann würde ich schwarz nehmen. Gut, bitteschön. Super. Also wir sind hier beim Stand vom Tüftler. Wir haben schon gehört, dass seit bei Michael. Ja. Der seit 5 Jahren überlegt, wie er das Grauwasser aus dem Grauwassertank bekommt. Und zwar sauber, ohne dass man kleckert. Genau. Ist das so richtig? Korrekt. So. Und wir haben ja das Problem, wenn wir bei uns in der Garageeinfahrt stehen, bei Malibu geht der Abwasserstopfer senkrecht runter. Ja. Da haben wir noch so viel Platz, da muss man immer kleine Schüssel drunter stellen, ablassen, drunter kriechen, weil es in der Mitte ist, und wieder rausholen. Und da hat der Michael eine Lösung und die zeigt er uns jetzt. Ja, ziemlich stark mal vorgegriffen, ob ich eine Lösung habe. Das wollen wir mal gucken für die Mietchennahme. Das ist die Erwartungshaltung. Ich habe auf jeden Fall mal eine Lösung, wie man generell so diverse herstellerseitig verbaute Abwasserrohre anschließen kann. Ich wollte machen in der Entwicklung, dass ich möglichst mit einem Adapter viele Rohrsysteme abdecke. So, und ich habe jetzt hier den werkseitig die Verbindung erstellt zum Fahrzeug. Und am Ende des Schlauches ist ein Kopplungssystem. Und ich habe hier beim Kopplungssystem das passende Gegenstück dazu. Das heißt, dieses Gegenstück ist später an meinem Faltkanister dran. Mhm. Und wenn man das mal genauer anguckt, da ist ein Stößel drin. Und wenn ich dieses graue Kupplungsstück an den schwarzen aufdrücke, dann drücke ich diese schwarze Kopplung rein. Das heißt, in dem Moment habe ich einen Durchfluss. Und das funktioniert auch genauso auch beim Entkoppeln letztlich wieder. Wenn ich drauf drücke, schnappt es zu und beide Ventile machen sofort zu, dass nichts nachtropft. So, das simuliert jetzt quasi meinen Grauwassertank. Tschüss, danke euch. So, ich habe jetzt halt hier oben meinen Anschluss schon erstellt. Jetzt habe ich unten ein Kopplungsstück und ich habe unter das Fahrzeug in den Rasen lege ich jetzt halt einen 20 Liter Kanister, gefaltet wie er ist. Und dann tue ich einfach nichts anderes wie anschließen. Einfach draufdrücken und in dem Moment habe ich meinen Durchfluss. Ich kann also jederzeit trennen. Und es stoppt. Da habe ich einen Tropfen, hier habe ich einen Tropfen, mehr habe ich leider nicht mehr. Das heißt, das kann ich jetzt, wenn der voll ist, kann ich den nehmen,
zum Entsorgen, zum Entleeren. Und in einem Set habe ich zweimal 20 Liter. Und dann mache ich eben den zweiten, nachdem der entleert wurde, oder beziehungsweise während des Entleerens, kann ich jetzt meinen zweiten anschließen, einfach andocken, das war's. Ich habe 720 Gramm, wiegt das ganze Set mit 40 ja. Liter Volumen, was ein Rollcontainer eher bei 3 bis 4 Kilo hat und das Volumen. Normalerweise ist das relativ schnell kaputt, wenn man das ein paar Mal faltet, ja. wenn man sich so entsprechende Wasserbeutel kauft. Ja. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach, dass das ein Produkt ist, was seit 60 Jahren in Deutschland gefertigt wird. Und das wissen viele gar nicht. Das, was man auf dem Markt oft antrifft, das sind meistens Modelle aus China, Nachbauer von diesem Modell, was der Ursprung ist. Und das wird für gewöhnlich für Lebensmittel schon seit 60 Jahren eingesetzt und auch für Gefahrgüter. Ja, ja, wir haben uns halt bisher nur geärgert, ja. dass es halt, es ist halt bei Malibu so gelöst, dass da wenig Platz ist. Ja, aber da kann ich euch, es gibt Lösungen natürlich, es gibt immer Lösungen, aber da, das eine ist, einen Anschluss zu schaffen für verschiedene Rohrsysteme. Mhm. Das sind im Prinzip ein 40, ein 32, ich habe 1,5 Zoll, das ist sowas, eigentlich 60-70% Marktanteil hat bei den Fahrzeugen. Dann gibt es noch eine kleine Hausnummer, die hat vielleicht noch, die, das ist 50. Ja, das sind ganz normale HT-Rohre oder wie die heißen. Das ist immer ein Bauhaus erhältlich. Ne? Ja, ja. Fahrzeuge, die über 100.000 Euro kosten, aber das ist das Leben. Und auch für diese 50er gäbe es eine Reduzierung wieder auf 40, dass man auch wieder an mein System andocken. Also wieder ein weiterer Punkt, wo getüftelt wird im Campingbereich. Und jetzt natürlich die allerwichtigste Frage an den Michael. Wo bekomme ich das und was kostet es? Also die einfachste Antwort bei uns im Shop. Unter www.simply-collect2l.com. Das blenden wir ein, ja, dann macht es einfacher. Sehr schön. Ich danke euch. Danke. Vielen Dank. Wir haben zu danken, weil wir haben mal wieder eine Neuheit gefunden auf der Messe. Das ist zurzeit gar nicht so einfach. Ja, viel Erfolg danke. Mit der Sache. Ja. Können sicher viele brauchen. Dies war nun unser Messerundgang hier auf der Caravan Live 2022 in Freiburg. Ja, es hat uns echt gut gefallen, weil zum einen ist es eine relativ kleine Messe, ihr habt es gesehen, aber dafür auch ziemlich familiär und es hat uns ganz gut gefallen. Für uns war natürlich schön, dass man mal wieder andere Leute hier gesehen hat. Für uns war es auch die erste Messe dieses Jahr. Ja. Also wer hier in der Nähe wohnt, sich mal so einen Tag die Zeit vertreiben möchte, können wir unbedingt empfehlen. Was uns auch ganz toll gefallen hat, wir sind von ganz vielen Leuten angesprochen worden. Dafür mal vielen, vielen Dank. Das hat uns total gut getan und wir haben auch richtig gemerkt, wie uns das gefehlt hat, mit euch in persönlichen Kontakt zu treten. Da hoffen wir natürlich und drücken ganz fest die Daumen, dass es zur CMT klappt, ja. Unsere Lieblingsmesse. Genau. Wir haben viele andere YouTuber getroffen, das hat uns auch richtig gut gefallen. Auch der Camper Talk hat uns sehr gut gefallen. Da, hier herzlichen Dank an der Camper Toni, ja. Tobi Weiß. Mehr als 30% suchen ihn als Camper Toni. Ja, toll, dass du das organisiert hast, fandet wir richtig klasse. Ja. Ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg. Ja. Schaue, dass das Video bald online geht. Bis zum nächsten Mal, eure Iris und euer Uwe von Iris und Uwes Wohnmobil. Ciao.